Habe ich noch, hat er noch einen, das ist sehr schön, und ich brauche einen Export. Was? Davon hat er keinen. Hatten. Reicht aber. Einen Export. Was? Ausmachen wir. Bauen wir mal. Gott sei Dank habe ich das letzte Mal, wo wir die Computer probiert haben, ein paar Pistons gebaut. Jetzt weiß ich auch warum. So, und zwar jetzt brauche ich noch einen. Und zwar Karts. Soweit ich das weiß. Inverter, Redstone. Normalerweise wäre jetzt. Haben wir noch Fluix? Nein, wir haben keine Eben Fluix sagte mehr. uns wer. 20, wollen wir aber gar nicht. Wir Kein, du hast auch wollen. keinen Fluix mehr einstecken, ne? 60, next. Er sagt mir, ihm fehlt Bauwolle und. Aber es geht. Das Ich heißt, besorge mal Baumwolle. Erstmal mache ich hier ich habe mein meinen, das wird Inventar wieder ein bisschen automatisch leer. rein dran. Ach so, das muss der Tesseract noch rüber. Das heißt, wir müssen auch wieder Das Tesseracts müssen wir bauen. noch Tesseract bauen und deine Burg ist unsymmetrisch. Welche Burg? Hier bei Protus im Garten. Was? Wie? Wo? Wessen Garten? Bei deinem Gartenhäuschen hier oben müssen alle korrigieren. Wegen dem Eingang oder was? Meinst du, sollte ich länger ziehen? Ein. So, einmal das. Ja, nenne es oben und unten parallel gleich Und breit. einen das. Also. Weiß, kleinkickerig bin ich so ein bisschen. Tut mir leid. Ja, ist Aber okay. ansonsten sehen die, ansonsten finde ich das sehr hübsch. Naja. Ja, doch. Gewächshäuser, hallo? Mist. Für Gewächshäuser sind die verdammt hübsch. Warst du mal im Baumarkt? Hast du dir angeguckt, was da für ein Schrott verkauft wird? Vor allen Dingen hier den Übergang. Den finde ich auch cool. So, jetzt habe ich ein Beim Problem Tunnel. hier. 7 Stacks Baumwolle habe ich schon. Wie viel? 7 Stacks. 7 Stacks, wo kann ich mir die hier denn abholen? Unten im Keller. Vorübergehend. So, Im in Keller meinem unten. Keller. Was exportieren Komm, und was wir lassen uns mal importieren. den Keller zeigen. So, dann brauche ich Ja, jetzt Treppe noch runter. ein Ah, okay. Hier Servo. ist Keller. Ah. Ja, ich habe erstmal hier mit. Cool. Ja, aber reicht doch, oder? Ja. Ja, fürs Erste, weil ist ja noch nicht voll bestückt hier. Okay. Ah, und hier kann man sich dann alles abholen. Guck mal, alles, was stackweise ist, kann ich mal Ja, das kommt ja dann später irgendwann ins nehmen. E-System, vermute ich. Okay, ich. Ja, genau, aber ich habe ja noch kein Kabel hier ganz rüber. Ja. So, mein Problem So ist jetzt nur ein wichtig. anderes. Bäume sind ja auch noch manuell. Was Ach noch? so, ich Noch bin ja so viel auch. Kabel verlegen, Ich das bin ist ja auch irre. doof. Mal wieder. Was denn da? Da kann ich Auch das sogar schnell. wieder runter machen. So, wir räumen jetzt erstmal unser Inventar auf. Hätte eigentlich gedacht, du legst hier ein Kabel her, aber dann zeige ich halt Ja, den dafür muss ich Leuten ja nicht, wie das funktioniert. erstmal Kabel herstellen. Du Eine verstehst, was Baumwolle ich hast du ja meine. jetzt ein bisschen. Genau. So, wir möchten das Jetzt kann ich nämlich exportieren. eingeben, Smart Kabel. Nicht so viel, wollen wir nicht. Und Deck, next. Er sagt mir, ihm fehlen Fluix. Fluix war Redstone, Redstone, Charged ne? Status Quartz und Nether Quartz. Arch Zertus. Gut. So. Glaube ich nicht mehr. Jetzt was? Was haben wir nicht mehr? Zertus Quartz. Haben wir keinen mehr? Ein. Warte mal. Ich wollte auch mal probieren, ob das eigentlich bei dem Ding auch geht. Wo hast du das Ding hin? Wo hast du die Maschine hin, wo du das wachsen lassen kannst?
Growth Chamber. Ja. Ist, genau. Setz mal in irgendwo. Deinem System, in deinem Inventar. Nein. Nehmen wir mal die zwei, die hier im System. Okay. Fast in deinem Inventar. Auch mein Inventar. Das, okay, nee, aber da glaube ich nicht. Also wenn, dann muss es. Da kannst du da kannst du das Redstone schon mal reinpacken. Aber das ist auch egal, weil wir haben auch kein Nether. Nee, der Quarz drüben im Fass. Nicht komische Sachen erzählen. Oh doch, da haben wir noch was. Oha, aber auch nicht mehr viel. Ja. So, dann schaue ich mal, ob wir noch Status-Quarz. Ah, haben wir, also Status-Quarz selber werden wir nicht mehr haben. Das heißt, wir brauchen. Hast du ins System auch diesen Umwandler reingeschmissen? Der müsste, glaube ich, in der Kiste liegen neben der Tür. Sehr gut. Status-Quarz. Braucht er nur Zugang von unten. Nehmen wir hier die 85 Charge Zertuskotz. Sind die letzten, die wir haben. Das heißt, das müssen wir dann auch automatisieren. Ist aber dann auch kein Problem. Ja, dann werde ich erstmal nur die Hälfte machen, glaube ich. Da. Nee, mehr nicht. Den Rest mache ich dann reicht erstmal ein Stack. Da. Gut. So. Dann müssen wir jetzt noch kurz warten. Jetzt können wir nochmal. Dann machen wir erstmal nur. Start. So, jetzt bin ich gerade beim Überlegen, wie das nochmal war. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir sehen, ein bisschen langsam. Das ist falsch. Das liegt jetzt aber daran, weil ich einen Fehler gemacht habe und das hier zum Beispiel auch hier mit reingepackt habe. Jedes Rezept in einen anderen packen würden, dann würde er schneller sein. Weil er dann mehr Prozesse machen kann. Aber das passt schon so. So. Ich brauche auf jeden Fall Pattern. 24. Hast du schon leere Pattern im... 38 müssten unten noch eins drin sein. Dann brauche ich den Memory. Und ich brauche noch einen P2P-Tunnel. So, okay. Das Problem ist jetzt nur gerade, das vordere wird jetzt auf jeden Fall dann nicht mehr das, was es momentan ist. Zwar ein Ingot-Produktionsding, sondern das wird jetzt dann definitiv ein... Jetzt bevor wir es vergessen... Eine Zahnradproduktion, weil Ingot-Produktion wird dann die Pyritanlage und die haben wir noch nicht mal angefangen. Wo möchtest du denn deine ME-Anschlüsse haben? Für deine also ich brauche einmal hier, nein, Monitore. Nichts anderes. Monitore am Eingang. Auch hier. Also hier. Dahin. Alles klar. So. Das heißt, der kommt jetzt dahin. Wie gesagt, man ist ein wenig leicht begrenzt. Man kann nur 2, 4, 6, 8, 9 Stück reinmachen. So, und wir wissen, wir brauchen 4 Ingots, ne? 4 Ingots ist ein... 4 Ingots ist ein Zahnrad. Das ist falsch, Leute. Das ist falsch. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir an Zahnrädern da haben. Das ist ein Gear. Sehr schön, wir haben mehrere. So. Das heißt, ich brauche jetzt, hier unten noch ein paar Pattern. Machen wir mal noch gleich 7 Stück. Start. Zack. So. So, und dann heißt es jetzt nämlich, jetzt brauche ich das Gear. Und zwar, jetzt stellt man hier um auf Processing Pattern. Dann sagen wir wollen jetzt produzieren ein Kupfergier. Das muss rauskommen. Dafür brauchen wir Copper. Monitor kommen wir auf jeden Fall schon mal.
Und da gehen wir davon aus, wir lassen ja nicht Ingots voll produzieren, sondern wir werden mit den Dusts arbeiten. Die Dusts laufen genauso und die Dusts sind immer dieselben. Also es ist immer Thermal Foundation, weil da kann man ja mal Angst haben, dass da ein anderer ist. Sieht man hier. Das ist ein Copper Ingot von Tinker, das ist ein Copper Ingot von Thermal Foundation und das Pulverisierte ist immer von Thermal Foundation, weil es nur einen Pulverizer gibt. Also dann nehmen wir auch das. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen als nächstes dann meinetwegen noch das Tin. Auch hier 1, 2, 3, 4. Wir müssen einmal wieder runter. Und das Tin hier reinlegen. Dann werden wir hier das so machen, dass wir den nochmal wegnehmen. Dann habe ich das schon mal so weit vorbereitet, dann, dass der Rohrschneider nur noch anlegen muss. So. Ja, also jetzt haben wir erstmal, wir müssen erstmal weiter Kabel produzieren. Weil jetzt hast du ja erstmal deine P2P-Anschlüsse hier drüben. Ja, du musst mir nur sagen, dass diese eine Schmelze hier, diese hier, wo ich gerade bin, die muss ran. Ja. Ja, dann baust dann du können wir den Import-Bus, Export-Bus. Habe ich schon alles, ist schon fertig. Also fast fertig. Achso, du hast das schon. Ja, dann müssen wir nur auf Kabel warten noch. Das heißt, ich muss tatsächlich Brodus Ding wieder umbauen, weil ich möchte den kürzeren Weg haben hier. Ui, aber ist jetzt... Oh, hast ja Glück. 18 Stück haben wir noch. So, und jetzt brauche ich dann hier noch einen Weg nach unten. So, das heißt, dann kommt jetzt dann hier der Tisch hin. So, und dann kommt hier der Import-Bus runter. So, und wir müssen ja nicht umsonst Kabel verlegen, das wird dann nach oben gelegt. Gut. Das ist gar nicht so einfach, fliegen und Kabel abbauen. Nee. So. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen, der Brodus hat ja den Timer hier in den Boden reingeknallt, die Redstone-Glock. Als ich da hingestellt habe, war da noch kein Boden. Ja, ja. Wolltest du nur erwähnt haben. Gott sei Dank hast aber du den Boden gebaut, nicht ich. Das ist gerade lustig, was ich hier sehe. So, theoretisch nein, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabel. Theoretisch. Einfach jetzt dann rüberziehen. Wobei, Moment, machen wir sogar noch kürzer. Also jetzt dürften hier zwei Stück erstmal bis P2P kommen. Ja. Also hier machen wir nachher eine Hauptleitung durch mit einem Dense Cable. Ja, also wir... Die Anschlüsse kriegt er nicht. Ne, das müsste auch eigentlich reichen. Und für den Fall der Fälle können wir ja auch noch einen zweiten P2P hier drüben anschließen. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viele Kanäle haben wir denn jetzt beim P2P belegt? Okay, so, das heißt jetzt, wir haben jetzt hier das MI-Interface, die Chest. So, dann schauen wir mal bitte ans System. Rohrschneider, du kannst dann gleich mal beim System bitte bleiben dann. Gerade, wie viel wir jetzt angeschlossen haben. Jetzt bei hier P2P ausgehen. So, ihr seht gerade, das da. Es ist das Tin-Gear und das Copper-Gear ist im System, das heißt, es ist miteinander verbunden. So, jetzt kommt gleich der Rohrschneider hoch. Ja. Ich flitze nach drüben. Ich, komme hoch, was? Wo? Ja, du gehst jetzt ans System, bitte. Ich bin einmal Und rufst mal bitte zwei Zinngears ab. Zweimal Zinngear. Zwei. Next. So, ihr seht gerade, jetzt sind die 8 Stück hier angekommen. Laufen hier in die Schmelze, werden jetzt durchgeschmolzen. 2, 4, 6, 8.
Dafür haben wir hier auch die Redstone Glock, die ist Dauer an, die kann man auch nicht ausschalten. Sollte man auch nicht. Hier noch keine. Naja, das dauert ja. Ja, das dauert ja. Die Schmelze ist ja nicht die schnellste. Nein, doch, eins habe ich im System. Ja, ja, aber du hast. Nein, du kannst ja gerne rüberkommen, dann kann ich es dir zeigen. Kannst es auch deinen Leuten nochmal zeigen. Eins war, glaube ich, noch drin. Ja, ja, eben. Oder dass du mein System verstehst. Wenn du möchtest. Kannst du natürlich auch drüben bleiben und dumm sterben. Ist gleich fertig. So, jetzt ist er fertig. Jetzt fängt er an, das zu gießen. So, und sobald er fertig ist, zup, Exportbus und Zündgear ist weg. Und auch selbe hier, zup, Zündgear ist weg. Das hier wird noch ausgetauscht. Ich habe zwei verschiedene Zündgear. Es gibt einmal Thermal Foundation und einmal Forestry. Richtig. Das ist eine, wenn du das per Ingot machst. Also wir werden jetzt das mit dem... Also das wird hier noch geendet. Der wird auch dann noch in die Mitte gehen, weil hier keine ein Schmarren ist. Dann wird es auch nicht mehr mit der Glock, mit der Redstone-Glock laufen, sondern mit den Pipes. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen, weil, ja. Haben wir es schon wieder übertrieben? Nö. Stimmt. Bei weitem. Ihr habt für nächste Woche schon mit aufgenommen. Ja, ja, wir sind jetzt... Ja. Wir haben jetzt drei Folgen, nicht mehr zwei. Ich glaube, was haben wir mal... Haben wir mal was im Vorlauf. Genau. Der bekloppt. Aber das ist ja mal. Aber ist doch schön, wir haben noch viel geschafft. Wir haben Schmelzen. Also, ihr habt es gesehen, man ruft da drüben das ab. Wobei, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit. Roschner, da hast du noch eine Leitung. Zwei noch. Gut. Dann hätte ich gesagt, bauen wir das schnell um. Ich, Protoss, ich bräuchte von dir noch bitte einen Servo. Einen Reinforced. Guck mal in der Kiste, in der Holzkiste. Ich glaube, da sind sogar noch 2 Stück drin. Okay. Der im Fußboden. Ja. Noch 2 Kabel. Achso, dahin. Ja. Ja, eins brauche ich noch. Noch eins jetzt. Nee, weil der Tisch, der wohl momentan da ist, nee, bitte in die Mitte. So kabelmäßig. So, das heißt, der Tisch kommt jetzt weg. Wir warten jetzt. Dann kannst du bitte den Export-Bus oder den Import-Bus abbauen. Der Table muss jetzt dann in die Mitte. Das Schöne, wenn einer da ist, der Magneten anhat und ich bin voll. Baue ich nicht den ganzen Scheiß auf, sammeln, es macht ein anderer. So, da muss jetzt der Drain. Genau, der Drain muss rein. Der Ausguss muss drauf. Also ich habe nichts eingesammelt. Ich hab Rohrschneider. Dahin. Dann muss das Zahnrad... Entschuldigung, der war falsch. Das war Schwachsinn von mir. Brauchen wir nicht. Wir brauchen das da. Hä? Item-Druck funktioniert nicht. Ja. Danke. Hallo. Die heißen alle gleich. Nein, die sehen alle gleich aus. Darf ich jetzt wieder anschließen? Da darfst du jetzt wieder anschließen. Also Import-Bus bitte drunter. Echt? Ja, und den Tisch. Okay. Nur weil du das so nett sagst zu mir. So und so. So. Dann hätte ich gesagt, sind wir fertig. Dann kann ich auch gleich wieder die Decke draufklopfen. So, dann haben wir das sogar schon komplett fertig und müsste für unsere Zwecke eigentlich komplett reichen. Jo. So, das heißt, wie gesagt, immer wenn man mit dieser Kiste arbeitet, dann funktioniert das auch, finde ich. Jo. Einfach in die Kiste rein, Item, Ducts oder was auch immer mit Pipe in die Schmelze ziehen lassen. Wenn die Schmelze durch ist, hau das automatisch raus. Wie gesagt, in den Rezepten immer schön einstellen, genau die Zahl, was man braucht, keine ungeraden Zahlen, weil sonst hat man ein Problem. Also das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas haben solltet, was 2,5 braucht, dann macht in eurem Rezept das gleich so, dass 2 abgerufen werden.
Ganz einfach und schnell. Genau. So, okay. Dann heißt es jetzt, ich... Wir sind ja richtig, richtig aktiv fleißig gewesen heute. Ist das nicht geil? Ja, so. Das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal sozusagen anfangen, da drüben die Fabrik dann einzurichten, die Steinproduktion und sonst was alles rüber zu verfrachten. Ja, ich guck mal, ob ich auch schon bis dahin noch ein bisschen fertig kriege am Gebäude an sich. Weil das wollt ihr, glaube ich, nicht immer sehen. Ja. Es baut mal, ja, aber ich glaube, immer ist doof. Ja, und wie gesagt, und das zweite Gebäude, vielleicht steht das bis zum Zeitpunkt dann auch. Weil was ja hier steht, wie gesagt, kommt ja auf die andere Seite auch nochmal. Fotos im Loch. Ja, ich hab mich mal hier rein. So, also habe ich noch einen Pyrit dabei? Nein. Das war mir klar, dass ich direkt zugebaut werde. Aber mit Fenster, komm. Also jetzt müssen wir einen Fernsehmonitor davor machen, dann mache ich ein Kasperletheater oder so. So, und jetzt ins Inventar gehen und die Spitzhacke klauen. Kannst Suppe aus dem Topf verkaufen. Oder reingöbeln. Glühwein. Ja. Das ist Prosecco. Ist mein einäugiger Freund. Ein Prosecco. Prosecco verkauft er. Ein Prosecco. Prosecco, Ja, voll. Bulli, halt. Jetzt ist ein Stein drin. Na gut. Da kann mir jetzt nichts passieren. Doch. Genau. Wenn Rorschneider das nächste Mal nicht mehr weiß, dass er das gemacht hat. Ja. Und du kommst wieder. Ach nee. Gut, liebe Leute. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder sonst was habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die uns in die Kommentare schreibt. Ihr könnt sie uns per E-Mail schicken, ihr könnt auf den TS kommen. Kein Problem. Alle Informationen, wie ihr uns erreichen könnt, stehen unten in der Infobox. Hoffentlich mittlerweile auch auf der Webseite, dass da noch eine Möglichkeit dazugekommen ist. Sobald das möglich ist, werde ich das auch mit unten einblenden. Ja, und dann hätte ich gesagt, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.